Seit 4 Wochen sind Dominik und Sophia ununterbrochen zu Hause in der Nähe von Regensburg. Noch sind hier Osterferien. Doch wann für den 10-jährigen Viertklässler und seine 7-jährige Schwester, die die 1. Klasse besucht, die Schule wieder beginnen soll, ist immer noch unklar. Erster Stand war ja 4. Mai, dann hieß es schon eine Woche zeitversetzt in Bayern, vor allem auch für die Übertrittsklassen. Jetzt heißt es wieder, Grundschulen sind komplett außen vor. Nicht viel besser ergeht es vielen Abiturienten. Wochenlang war der 18-jährige Torben im Unklaren, ob es überhaupt noch Prüfungen gibt. Plötzlich heißt es, nächste Woche geht's los. Kaum einer fühlt sich unter diesen Umständen gut vorbereitet. Vieles ist unsicher. Wir haben kaum Informationen auch bekommen bisher. Wir wissen nicht, wie stehen die Tische, müssen wir Mundschutz tragen. Mit diesem Gefühl ist Torben nicht allein. Statt Start zum 4. Mai müssen die Abiturienten aus diesen 7 Bundesländern bereits kommende Woche anrücken. 4 weitere Bundesländer prüfen ab 27. April. 3 bleiben beim ursprünglichen Datum. Thüringens Abiturienten müssen sogar bis zum 18. Mai warten. Ihre ursprünglichen Planungen über den Haufen werfen muss auch die Schulleiterin der Theodor-Heuss-Realschule Dortmund. Noch weiß sie nicht, ob sie alle für die Schule geforderten Hygiene- und Schutzmaßnahmen auf die Schnelle einhalten kann. Sollten die Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, sollte ich wissen, dass ich verbindlich ausreichend Seifenspender von der Stadt erhalte, dass das Reinigungspersonal mir zur Verfügung gestellt wird. Ein weiteres Problem: werden die vorgeschriebenen Abstandsregeln für Stühle und Bänke umgesetzt, können teilweise nur noch 1/2 der Schüler einer Klasse gleichzeitig unterrichtet werden, im Anschluss dann die andere Hälfte. Schüler könnten dann statt 30 Wochenstunden wahrscheinlich nur 15 unterrichtet werden. Das heißt, auch da würde das Homeschooling sozusagen nebenbei weiterlaufen müssen. Das bedeutet für Familie Aukhofer, auch in Zukunft werden sie wohl doch noch viel Zeit miteinander verbringen, bis endlich wieder alles beim Alten ist.